Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind auf dem Weg zurück zu unserem Regal. Ja, ich hoffe mal, dass wir den jetzt kriegen und auch hier abhauen können. So, auf zum Regal hier. Und wenn euch diese Folge gefällt, lasst mir am Schluss auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da. Ihr wisst ja, Support ist immer gut. Und okay, Zwischensequenz. Jungs! Oh, wer ist das? Lange nicht gesehen. Ravus. Ravus. Also hast du die Kraft von Ramu empfangen. Yep. Und wenn du nicht spürst, kriegst du einen rein, Mensch. Weißt du nichts über die Konsequenzen? Ey! Stehen bleiben. Alle. Was geht hier vor? Niemand war so würdig wie ich. Erstarrt in Ehrfurcht vor dem König. Lang lebe der Erwählte des Kristalls. Ganz schön arrogant für einen Verräter wie dich. Nicht mal deine eigene Schwester ist sicher vor dir. Was erwartest du von einem General deines Feindes? Schild des Königs. Hast du was dagegen? Ein brüchiger Schild schützt niemanden. Okay, das sieht noch ärger aus. Du Dreckskerl! Vielleicht ist dein Schicksal, dass du heute hier stirbst. So, genug jetzt, Kinder. Brauchst du Hilfe? Nicht von dir. Lasst mich doch helfen. Spar dir den Spott. Ich lass das Militär abrücken. Und was springt für dich dabei raus? Vielleicht können wir das in Altissia besprechen. Wir haben nämlich auch etwas mit Ihrer Heiligkeit zu bereden. Stimmt's? Wir sehen uns dort, Majestät. Gute Reise. Wir müssen jetzt platt gemacht. Wer war der Typ? Das war Ravus. Er ist Luna Freyas großer Bruder. Oh mein Gott, da bin ich hier bald verwandt mit dem. Iris in Lestalium treffen. Die Armee hat gestern die Sperrung der... Und wir haben unseren Regaler zurück, Leute. Die zur Durchsetzung der Sperrungen errichteten Anlagen werden derzeit restlos abgebaut. Die luzische Interimsregierung rät trotzdem von einer Benutzung der Verkehrswege fürs Erste abzusehen. Da ist vermutlich noch einige Zeit zu... weiteren Verkehr... So, wo müssen wir lang? Da lang. Und dann fahren wir noch gleich hier hoch. Also, dass der Typ auf der Basis Lunas Bruder war. Der Oberkommandant von Niflheim. Sein Vorgänger muss wohl gefallen sein. Im Krieg kann sogar ein Sohn Tenebres aufsteigen. Aber warum will er das überhaupt? Wen kümmert's? Zumindest kämpfen kann er. Er will Macht? Dann lasse ich ihn meine spüren. So. Dann mal hin zu der nächsten Quest. Nein, wir wollen nicht parken. Mal schauen. Ja, immer geradeaus. Eigentlich immer auf der Straße bleiben, da müssten wir genau hinkommen. Ich muss sagen, die Grafik ist wirklich sehr, sehr nice hier. Final Fantasy, das Einzige, was mich stört, hier ist irgendwie so ein Unschärfefilter drauf. Und das, weiß ich nicht, das nervt ein bisschen irgendwie. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Aber naja, ich glaube, da mussten sie ein bisschen Abstrich machen, wenn man schon so eine Weitsicht hat. Dass sie das ein bisschen mit Unschärfe hinterlegen. Weil technisch muss ich sagen, ist hier schon so, dass ziemlich oft FPS-Einbrüche sind. Das merkt man schon ziemlich stark. Es ist natürlich spielbar, also es,
Man kann es natürlich ganz normal spielen, aber man merkt schon in Kämpfen, dass teilweise jetzt beim Rambo zum Beispiel, dass teilweise ganz schön FPS-Einbrüche waren. Könnt ihr vorbeiziehen an den? Na, jetzt kann ich den nicht überholen, oder was? Folge 20 schon, Leute. Ganz schön viele Folgen jetzt schon hier gedreht. Und ich müsste mal irgendwie schauen, ob ich irgendwoher Kohle kriege. Ich glaube, der Lund hat gesagt, ich soll ein paar Fotos machen. Das könnte ich irgendwann machen. Da kriege ich 5000 Kill. So, und da packen. Jetzt ziehen wir mal zum Packen rein. Oh, ganz schön heiß hier. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit 7000 Kill bloß. Gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe? Ich muss mal schauen im Regal, ob ich nicht Tränke kaufen kann. Geschäft. Kaufen, und zwar Heiltränke, genau. Die kaufen wir auf jeden Fall mal. Ein Super Phönix gibt es hier gar nicht, gell? Nur noch eine Phönixfeder, der kostet 1000, meist ist teuer. Okay, haben wir auf jeden Fall mal Tränke. Man kriegt hier eigentlich gar nicht groß Geld bei der Mission. Oder ich muss wieder die Bestien jagen da. Oh, Gladi. Was ist? Es tut mir so leid. Ich hab's nicht nach Kaim geschafft. Das Militär war hier, während ihr weg wart. Sie wurden wütend, weil wir dich nicht verraten wollten. Dann haben sie Jared. Sie haben... Iris, was ist mit Jared? Sie haben ihn umgebracht. Tut mir leid. Alles nur meinetwegen. Konnte gar nichts machen. Es ist nicht deine Schuld. Jared war anscheinend sein Vater. Das Imperium wird dafür büßen. Also von dem Kleinen. Versprochen. Ich möchte helfen. Prinz Noctis. Ich werde mit Terke zusammen nach Kaim gehen. Denn hier können wir nicht bleiben. Verstanden. Okay, Stufe 27. Wir speichern die Fotos ab. Und wir wollen dann aber mal schauen, ob ich nicht ein bisschen Geld verdienen kann. Weil es wird immer weniger irgendwie. Okay, Nocta wieder Albträume.
Raven, glaube ich, war der Hund, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Es sind zu viele Charaktere in dem Spiel. Kapitel 6. Erwachen. Unterhalb des Leuchtturms von Camp Kim im südlichen Cleon befindet sich ein geheimer Hafen, der Luciens Könige in einem Boot von Noctis Vater ankern soll. Die vier Freunde machen sich daher auf den Weg zur Küste. Okay. Einige Tage später. Ich kann Iris einfach nicht alleine nach Kaim fahren lassen. Wir müssen halt etwas zusammenrücken. Tut mir leid. Fahren wir los? Sid und Sidney sind auch schon in Kaim. Nein. Und reparieren wir das Boot für uns. Wir fahren jetzt nicht los. Wir werden jetzt... Aufgaben... Und zwar will ich das machen mit dem... Hä? Kann ich jetzt gar nichts mehr machen, oder was? Meine Quest ist weg, Leute. Ich wollte eigentlich das Foto... Ah, da ist die Quest. Genau, die perfekte Landschaft. Diese Quest wollen wir jetzt schnell machen. Ja, Jared hatte das organisiert. So, wo müssen wir jetzt hier hin? Wir müssen da runter. Das heißt, wir müssen wieder ewig weit. Okay, wir gehen zum Regal, ja. Die gute Seele. Und werden da hinfahren. Ich brauche Money. Ja, wo ist der Regal? Ja, da ist er. Okay, den tanken wir jetzt schnell nochmal voll. Oder ist auch schon vollgetankt? Ich weiß es nicht. Hab vollgetankt. Okay, danke schön. Danke. So. Ach. Okay. Automatisches Fahren zum Aufgabenziel. Die perfekte Landschaft. Fahrzeit 3 Minuten. Dann fahren wir mal los, weil da gibt es nämlich 5000... Cortez-Platte von der Nordseite fotografieren. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier die Nebenquests mal ein bisschen abarbeiten. Dass wir auch mal ein bisschen Kohle kriegen. Weil sonst sieht es bald lau aus mit Tränke kaufen. Ist ja auch blöd, dass es hier keine Schnellreise irgendwie dahin gibt. Oder ich weiß es nicht, wie es geht, keine Ahnung, aber... Das nervt ein bisschen, jedes Mal die Fahrzeit da drin haben. Hier sitzt ganz cool hinten drauf. Wenn jetzt mal ein bisschen Gas kommt, auf einmal fällt er hinten runter. Machen wir ein bisschen Musik an, Leute. Easy Rider, Lucien Cruzens Collection. Nackt?
Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Ach, wie gehabt. Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Prompti wird auch weiterhin alle gleich auf fotografieren. So, 800 Meter noch knapp. Mal angehalten. Also los, Bewegung. Dann wird mal prompt ein paar Fotos machen. Wahrscheinlich werden wir wieder ein paar Viecher hier haben. Weiß nicht, ob wir so irgendwie hochkommen. Ich glaube, hier sieht es ganz gut aus. Wow. Was für eine Aussicht! Prompto! Ich brauche Hilfe! Viecher! So, okay. Dann machen wir Fotos. Achtung, Aufnahme! Okay, weiter geht's. Die Cortez-Platte von der Südseite fotografieren. Okay, weiter geht's. Das hat er ja gesagt, wir sollen es von Norden und von Süden fotografieren. Dafür gehen wir jetzt zum Regalia zurück. Automatisch fahren fortsetzen. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Dann holen wir uns nämlich die 5000 Bildern ab. Alter. Das ist für ein Vieh. Ich glaube, seiner gibt auch gut EP. Sind wir gleich da. Hier ist der Zaun schon offen, das heißt, wir können sofort hier durchrennen. Da wären wir also. Genau, dann machen wir da mal Fotos davon. Wahrscheinlich müssen wir vorher noch kämpfen, denke ich mir. Knocked! Ich höre Magitech-Motoren. Ja.
das Foto? Ja, klar, machen wir das. Fotozeit! Gut, berichten wir von unserem Erfolg. Okay, wir gehen aber auch gleich aus der Gefahrenzone raus. Ich will jetzt nicht kämpfen. Sind die jetzt weg oder nicht? Nein, die stehen genau da unten. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt aber schon wieder mit der Folge. Ich werde es dann abgeben. Und wir hoffentlich die Kohle dann kriegen. Sehr, sehr wichtig. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da oder auch ein Kommi. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde aber in der Zwischenzeit noch vielleicht ein paar Nebenmissionen machen, dass ich einfach ein bisschen mehr Geld und so habe, weil es doch ein bisschen wenig ist. Man hat es ja gesehen, die Tränke, ein paar Tränke kosten gleich 2000 und irgendwann habe ich kein Geld mehr, dass ich mir Tränke kaufen kann. Ist ein bisschen blöd dann. Genau, und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.